Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es mal wieder um einen Pferdekauf und ich bin nicht auf meinem Main-Account, sondern auf meinem Dritt-Account. Wie ihr seht, die Besonderheit daran ist, dass wir auf einem schwedischen Account sind. Das ist kein deutscher Account. Das ist ein bisschen Struggle. Ich dachte damals, es ist voll die gute Idee. Es war am Ende doch nicht so eine gute Idee, aber ich habe hier noch ein paar Starcoins und bin hier gerne mal drauf, um mir richtig nice Pferde zu kaufen und ab und zu, wenn ich mal Lust habe, zu leveln. Und wir kaufen uns hier, weil ich hier gerade am meisten Starcoins habe, einen neuen Adena? Ich bin mir gar nicht sicher. Adena? Schreibt mal in die Kommentare, was richtig ist. Ich muss sagen, ich wollte mir zuerst, das muss ich jetzt ganz ehrlich sein, ich wollte mir zuerst keinen kaufen, weil ich mir dachte, ich bin jetzt eh nicht so ein krasser Kaltbluttyp. Und irgendwie sind die ja schon so breit und der Reiter sieht zu klein darauf aus. Aber dann habe ich einen Trailer gesehen und dann fand ich die irgendwie richtig süß vom Gesicht her und irgendwie doch special, dass ich unbedingt einen ausprobieren möchte. Jetzt zwar nicht auf meinem Main-Account, aber auf einem Sekundär-Account quasi. Und deshalb wird auf jeden Fall einer einziehen und wir schauen uns diese süßen Tierchen an. Das ist zwar nicht mein Hauptgeschmack an Pferd, aber ich finde, SSO hat sie echt gut hinbekommen und ich finde, wir sollten denen wirklich eine Chance geben. Und das machen wir heute und deshalb werden wir eins kaufen. Was ich hier liebe, sind die Farben, die sie gemacht haben. Ich meine, klar, die ist basic und richtig nice, aber oh mein Gott, ich liebe diese Farben hier. Vor allem die hier, die haben sie einfach so gut hinbekommen. Also die gibt es ja auch in echt. Mir ist der Name entfallen, aber ihr, ne? Mega, ich kenne sogar einen Insta-Account, die hat ein Pferd, das sieht einfach exakt so aus. Ich habe mir echt überlegt, das zu kaufen. Das Schimmel ist ein bisschen unrealistisch geworden, finde ich. Und die Braunen mag ich auch nicht so gerne. Deshalb glaube ich fast, dass bei mir einer von diesen vier einziehen wird. Die Gangarten sind ja ziemlich kaltblutmäßig. Ich mag es leider nicht, dass sie die Ohren so nach hinten legen. Aber ich finde es schön, dass sie der Rasse treu geblieben sind. Und ihr besonderer Trick ist quasi das Hinsetzen. Oh, mit Schmetterling, oh Gott. Das hat mich gecatcht, bin ich ehrlich. Okay, meine Wahl ist jetzt zwischen dem und dem. Und ich habe mich jetzt für die Basic-Variante entschieden. Ich nehme jetzt mal dieses Pferd. Wenn es mir richtig gut gefällt, hole ich mir noch eins von denen hier. Aber wir testen den, weil da kann man nicht viel falsch machen. Und es wird auf jeden Fall ein erwachsener Wallach und ich suche mir jetzt einen richtig süßen Namen aus. Ich wollte ihn eigentlich Gentle Giant nennen, aber es gibt das einfach nicht in SSO. Ich habe mich jetzt so random für den Namen Onyx entschieden. Oder Onyx, keine Ahnung. Wieso? Ich habe irgendwie bei dem Pferd auch so ein bisschen an Obelix gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr Asterix und Obelix kennt, aber wenn, dann versteht ihr wieso. Und es gab nichts Vergleichbares, habe ich den Namen gesehen und dachte mir so, irgendwie matcht es. Deshalb, ja, es ist eigentlich so ein Edelstein, aber wir nehmen das, weil ich habe keinen besseren gefunden. Pferd kaufen? Ja, let's go. Und wir nehmen ihn auch direkt mit. Okay, Leute, das ist wirklich ein großer Kerl hier. Also, boah, es ist schon eine Masse von Pferd, gell? Boah. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn wir uns ein Outfit und alles aussuchen. Wir gehen in den Heimatstall und dann schauen wir mal, ob wir ein passendes Outfit und alles außenrum finden. Das sind alle meine Pferde hier auf dem Account. Die sind alle angespart. Es sind nicht viele, ich weiß. Aber jetzt gehört Onyx dazu. Wir schauen natürlich erstmal, was es hier noch für neue Sachen gibt. Und zwar Kaltblutgamasche. Sieht sehr interessant aus. Aber ich finde es cool, dass sie die tragen können. Sehr interessante Satteldecken mit einem Mond. Das ist mir zu viel, muss ich sagen. Ist nicht so mein Ding, aber okay, die Gamaschen kann man sich geben. Okay, ich habe eine Idee. Ich setze jetzt einfach mal die komplette normale Ausrüstung da ein, die wir halt auch sonst auf dem anderen Pferd haben. Oh mein Gott. Das sieht schon sehr crazy aus. Aber irgendwie hat es was, oder? So ein Dressur-Kaltblut einfach. Leute, irgendwie feiere ich es ja. Wisst ihr was? Wir müssen mal gucken, ob wir eine andere Mähne hinkriegen. Machen wir daraus ein Dressur-Kaltblut? Das wäre schon sehr nice. Oh mein Gott, hier haben wir unsere Drittwahl. Es sieht auch sehr wild aus zu einem schwarzen Outfit. Wirklich sehr wild. Okay, aber jetzt geht's für uns zum Pferdefriseur. Wir schauen mal, was wir machen können. Okay, Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir hier? Oh Gott, die zerzauste Mähne. Persönlich gar nicht meins. Die muss weg. Das ist so das Klassische, was sie bei
traditionellen Aufführungen etc. tragen, aber ist auch nicht so mein Vibe. Es sieht irgendwie wild aus, aber passt nicht zum Outfit. Kann man machen? Oh, weiß ich nicht, mit den Zöpfchen. Irgendwie ist es dann zu viel Hals, oder? Was meint ihr? Ist das zu krass? Ist ja schon irgendwie süß. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich bin so überfordert. Die Zöpfchen gehen gar nicht. Oh, das wäre vielleicht was. Das sieht schon nice aus. Okay, ich glaube, die Zöpfchen sind ein bisschen zu extrem. Wir nehmen jetzt einfach mal das hier. Wir probieren es aus. Wenn es scheiße ist, egal, dann ändern wir es wieder. Okay, Leute, ich glaube, wir haben Dressurkaltblut gemacht. Oh mein Gott, wir lieben es. Oh mein Gott, gönnt euch dieses unglaublich süße Bild. Ich lieb's einfach. Und wisst ihr, was ich auch liebe? Die Animation wie so ein bisschen dösen. Aber wir schauen uns jetzt die Gangarten an und bewerten mal, was wir dazu sagen. Wir haben daraus ein kleines Dressurkalti gemacht. Oh, ich konnte schon wieder nicht anders. Okay, schauen wir uns den Schritt an. Ich muss sagen, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass sie den Kopf ein bisschen lockerer tragen, ein bisschen mehr hängen lassen und auch die Ohren nach vorne geben. Für mich wirkt es ein bisschen angespannt, kaltblutmäßig. Aber ja, hinterer Teil ist gut und es ist ein entspannter Schritt, nicht zu heftig. Also nur die Kopfhaltung und die Ohren hätte ich vielleicht ein bisschen anders mir gewünscht. Dann mit dem Trab an sich vom Bewegungsablauf, glaube ich, sehr nah an dem dran, was viele Kaltblüter laufen und ist sehr gut. Auch hier habe ich wieder so ein bisschen, auch wieder Hals könnte ein bisschen mehr fallen gelassen werden und Ohren nach vorne. So, hier haben wir den Galopp. Oh mein Gott, der sieht irgendwie richtig süß aus. Ich weiß auch nicht, es sieht wirklich aus wie so ein Kaltblutgalopp, aber eher so ein erschwerlicher Kaltblutgalopp. Die Ohren, die stören mich schon. Oh mein Gott, die müssten echt nach vorne, sonst wäre es so süß, wenn die Ohren vorne wären. Das finde ich echt ein bisschen schade. Aber ist gut kaltblutmäßig getroffen. Sie haben sogar die Hinterbeine recht gut animiert. Das ist sehr krass. So etwas schnellerer Galopp erinnert mich ganz stark an dieses eine magische Pferd. Dieses Wildpferd. Und den schnellsten Galopp können wir noch nicht. Dann müssen wir gleich kurz Pferd pflegen. Das ist der Sprung. Sieht echt ein bisschen heftig aus für ein Kalti, muss man sagen. Aber halten wir es mal an. Doch, es ist ganz gut. Also ich finde es gut, dass die Füßchen nicht komplett an den Anschlag angezogen werden. Also es macht schon sehr viel Sinn und ist, glaube ich, auch angepasst auf, ja, so das Körpergewicht und dass es auch einfach realistisch ist ein bisschen. Hier haben wir das Rückwärtslaufen und das Steigen natürlich. Oh, das Steigen ist heftig für so ein schweres Pferd. Krass, okay, hätte ich mir weniger vorgestellt. Und was haben wir jetzt noch? Ah, genau, wir haben jetzt noch den besonderen Move. Der ist wirklich eine 10 von 10. Vor allem habt ihr gesehen, unser Charakter lacht einfach während des. Mit dem Schmetterling ist es so süß. Oh, okay, das ist eine 10 von 10, muss ich sagen. Es macht alles wieder wett. Gut, und jetzt können wir uns auch endlich den schnellen Galopp anschauen. So sieht er aus. Irgendwie ein bisschen abgehackt. Irgendwas stimmt da in der Schulter nicht ganz. Ja, okay, der schnelle Galopp sieht ein bisschen lustig aus, muss man ehrlich sagen. Und natürlich der Speedstop. Den finde ich gut. Ist rassenangepasst. Ja, also so viel zu dem Kaltblut. Wir haben ein kleines Dressurkalti gemacht und ich finde es eigentlich auch sehr, sehr schön. Hier können wir auch mal ein bisschen aussitzen. Ich finde es sehr niedlich. Und jetzt nehme ich mal kurz ein bisschen Bezug auf meine erste Meinung. Ja, ich bin tatsächlich eher Warmblüter-Fan. Ich bin auch in Real Life nicht so der Kaltblüter-Freund, muss ich ehrlich sagen. Und deshalb hatte ich ein bisschen Vorurteile. Ich finde aber, das Pferd hat irgendwie auch was sehr Specialiges an sich und es ist vielleicht nicht mein All-Time-Favorite, dieses Pferd. Aber irgendwie hat es was Besonderes und ich liebe das Gesicht. Es ist einfach unique und was ganz anderes, habe ich so das Gefühl, von Pferden, die SSO gemacht hat. Und von daher, glaube ich, ist es dann doch eine gute Entscheidung gewesen, das hier zu kaufen, wenn auch nicht auf meinem Main. Und da fallen mir gleich wieder ganz viele neue Kurzgeschichten-Ideen ein. Genau, Leute, ich würde sagen, ich verabschiede mich an der Stelle, wünsche euch einen wunderbaren Tag und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr euch auch eins von den neuen Pferden gekauft habt oder ob ihr auch so ein bisschen Zweifel hattet. Freue mich auf eure Kommentare und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.